Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich mal ein paar Basics, ja, mit dir teilen, ein paar Regeln, wenn man es so nennen will, die du beim Aufbau deines Business beachten solltest. Der erste Tipp, geh professionell mit einem Nein um. Ein Nein hat eigentlich immer zwei Ursachen. Ja, zum einen, entweder du sprichst mit der falschen Person, ja, oder du sprichst mit dem falschen Entscheider. Die Person kann vielleicht gar nicht die gewisse Dinge entscheiden, gerade wenn du im Verkauf tätig bist und du hast die falsche Person, den falschen Interessenten vor dir, der vielleicht gar nicht dein Kunde letzten Endes ist, dann wirst du auch ein Nein ernten. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Das Zweite, was ein Nein eigentlich bedeutet, ist, es besteht noch Optimierungsbedarf. Entweder in deiner Art zu verkaufen, in deinem Produkt oder wo auch immer. Also Nein erfordert einen professionellen Umgang. Viele Menschen, die nehmen ein Nein immer sehr persönlich, stecken den Kopf in den Sand, verlieren schnell die Motivation. Das solltest du nicht tun, sondern du solltest Nein als Chance betrachten, ja, dich und dein Unternehmen weiterzuentwickeln, indem du einfach ergründest, okay, worauf basiert denn das Nein? Ja? So, ein Nein ist also nichts Schlimmes, sondern gibt nicht nur dir wertvolle Informationen, wenn du es hinterfragst, sondern kann eben auch eine gute Basis sein, um das Ganze, dein Produkt, deine Dienstleistung oder was auch immer noch besser zu machen. Tipp Nummer zwei, Geduld und Ausdauer. Viele Menschen ja, wollen viel zu viel in kürzester Zeit oder haben eine falsche Vorstellung von den Dingen, die sie in einem gewissen Zeitraum eben erreichen können. Viele Menschen haben viel zu große Ziele. Ich sage jetzt nicht, dass man sich keine großen Ziele setzen soll, aber es sollte auch irgendwo realistisch sein, ja? Es sollte auch eine Möglichkeit geben, das Ganze erreichen zu können. Wie gesagt, viele unterschätzen oder überschätzen einfach, was sie in kurzer Zeit schaffen können. Verstehe mich nicht falsch, auch ich habe nichts dagegen, ja, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Nur es ist auch immer die Frage, ja, auf welchem Fundament dann eben dieser Erfolg dann steht. Ja, und ich vergleiche das immer gern mit einem Haus. Wenn du ein Haus hast, ja, oder wenn du ein Haus bauen willst, du hast eine klare Vorstellung von deinem Traumhaus, ja, dann muss das Fundament, ja, auf dem dieses Haus gebaut werden soll, es muss so stark sein, so stabil, so solide sein, dass dieses Haus auch, ja, viele, viele Jahrzehnte auf diesem Fundament stehen kann. Und dementsprechend musst du dir einfach die Frage stellen, okay, wie stark ist dein Fundament? Wie stark musst du dein Fundament bauen, um erfolgreich dementsprechend dein Ziel realisieren zu können? Und ich erlebe das in der Praxis immer wieder, gerade so im Network Marketing. Da kann ich oft beobachten, dass viele Menschen, oder viele Networker einfach von einer Firma zur nächsten springen, mit der Hoffnung, dort erfolgreicher zu sein. Aber das ist nicht so, weil es geht darum, wenn du es nicht schaffst, dir dein Netzwerk aufzubauen, wenn du es nicht schaffst oder lernst zu verkaufen, wenn du nicht lernst, wie du dir, ja, ein Netzwerk aufbaust, wenn du ja nicht lernst, wie du richtig kommunizierst, dann darfst du dich eben nicht wundern, wenn du ja in der einen Firma vor die gleichen oder an den gleichen Schwierigkeiten scheiterst wie bei der bisherigen. Also Geduld und Ausdauer, sei geduldig, sei beharrlich, geh deinen Weg. Tipp Nummer 3, denke nicht entweder oder, sondern versuche immer, wenn es möglich ist, zu denken beides. Und ich glaube, es war T. Harv Eker, der in seinem Buch das so geschrieben hat, so denken Millionäre, dass man, wenn man die Wahl hat, sich für beides entscheiden soll. Ja, also du kennst ja auch den Spruch, lieber arm und gesund als reich und krank. Nee, warum nicht reich und gesund? Ja? Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch hier im Kopf und es sollte auch, ja, die Denkweise sollte einfach dahingehend sein. Wenn du die Wahl hast, dann entscheide dich einfach für beides. Ja? Tipp Nummer 4, sei du das Produkt. Ganz einfach. Warum? Produkte, ja, oder Leistungen in irgendeiner Art und Weise sind immer vergleichbar und austauschbar. Und deine Ideen, deine Strategien und vor allem das ganz Wichtigste, deine Persönlichkeit, also alles, was sich hier in deinem Körper oder um deinen Körper abspielt und vor allen Dingen hier oben in deinem Kopf, ja, das lässt sich eben nicht austauschen. Und deswegen ist es wichtig, dass du ja das Produkt wirst, ja, dass du, wenn du verkaufst, dass du das Produkt bist, ja, dass du die Marke bist, dass du dir für dich deine Marke aufbaust, weil wenn ein Mensch mit dir zusammenarbeiten will,
Ja, weil du vielleicht der ideale Problemlöser jetzt gerade bist für diese Person, ja, dann musst du nicht über den Preis diskutieren, du musst nicht ja, darüber diskutieren, ob es Mitkonkurrenten gibt, sondern die Person möchte mit dir zusammenarbeiten. Deswegen ist es wichtig, dass du daran arbeitest, dass du das Produkt wirst und nicht ja, irgendein Produkt an sich. Tipp Nummer 5, geh konstant deinen Weg. Ja? Lass dich nicht ablenken. Sei dir klar darüber, was du willst, wer du sein willst und dann geh deinen Weg. Du musst nicht andere kopieren, du darfst du selbst sein mit all deinen Ecken, deinen Kanten. Wichtig ist einfach, sei du selbst, geh deinen Weg. Tipp Nummer 6, teste deine Idee. Ja, zunächst stell einfach mal alles auf den Prüfstand. Ist das, was du jetzt vorhast, ja, ist deine Idee wirklich deine Leidenschaft? Ist es das, was du wirklich willst? Ist es das, was du wirklich dafür brennst? Und wenn du das ja uneingeschränkt mit ja beantworten kannst, dann solltest du eben halt auch testen, ja, ob es eben für deine Idee, für dein Produkt, deine Dienstleistung, ob es da einen Markt gibt, ob es da einen Markt gibt, der so viele der so viele Käufer hat, ja, dass du auch deine Ziele damit erreichen kannst, ja. Also schau dir da dann einfach den Markt an und finde heraus, ob es Menschen gibt, die bereit sind, dann dein Produkt zu kaufen. Tipp Nummer 7, übernehme volle Verantwortung. Du bist für deinen Erfolg verantwortlich und du bist auch für deinen Misserfolg verantwortlich. Vor ein paar Jahren war ich auf einem Seminar und am Ende des Seminars ging es dann darum, dass man sich so eine Art Buddy sucht, ja, um das Erlernte dann auch für die Zukunft weiter dementsprechend ja, zu verankern und einfach zu verfeinern. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es kam eine Person auf mich zu. Wir haben uns auch gut verstanden, haben dann uns auch entschieden, okay, wir machen das gemeinsam. Und beim Abendessen hat mir dann die Person eben erzählt, ja, dass sie schon mal auf dem Seminar war. Und ja, es war dann so, dass sie mit ihrem Buddy halt, dass es eben nicht funktioniert hat. So, das Seminar war dann eben zu Ende und es begann dann halt eben den Alltag. Und ich wusste dann auch, ja, warum es nicht funktioniert hat. Es lag nicht an dem Buddy, ja, sondern es lag an der Person selbst. Ja, es ging dann so, oder es war dann so, dass wir immer, wenn wir einen Termin ausgemacht haben, konntest du eigentlich drauf gehen, dass bei jedem zweiten Termin irgendwo kurzfristig was dazwischen kam. Ja, der Termin musste verschoben werden und und. Also es hat, lange Rede, kurzer Sinn, auch bei uns beiden hat es dann nicht funktioniert. Es hat nicht sehr lange gehalten. Ja, aus dem einfachen Grund, weil das für mich so nicht handelbar war und ich wollte das auch so nicht. Was ich damit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, es kommt nicht drauf an. Oder beziehungsweise wir selbst sind für das, was wir tun, verantwortlich, ja, und nicht andere. So, und deswegen ist es entscheidend, dass du die volle Verantwortung für deine Ergebnisse übernimmst, die volle Verantwortung dafür übernimmst, ob du jetzt Erfolg hast oder nicht. Ja, die Konsequenzen, ja, mit denen musst du zurechtkommen. Und dementsprechend musst du halt auch dann die richtigen Ursachen dafür setzen, dass dann eben die Konsequenzen kommen, die dir dementsprechend gefallen. Okay, Tipp Nummer 8, handle. Nichts passiert durch bloßes Denken und Wünschen. Also es wird nicht so sein, dass du dir 100.000 Euro in deinen Gedanken vorstellst und dann kommt jemand vorbei, klopft ans Fenster und schmeißt dir einen Sack voll Geld mit 100.000 Euro ja, hier ins Wohnzimmer. Das wird definitiv nicht passieren, sondern die Brücke zwischen unserem Denken, unserem Fühlen, ja, und das Erschaffen in der Außenwelt, das ist immer das Handeln, das ist immer das Tun, ja. Du musst das, was du dir vorstellst, was du haben möchtest, das musst du in dein Leben ziehen. Das heißt, du musst es tun, ja. Auch hier volle Verantwortung, ja, für dich und dein Handeln. Geh raus, hol dir das, was deiner Meinung nach, ja, dir in deinem Leben zusteht. Natürlich aber halt auf dem legalen Weg. Ich denke, das versteht sich von selbst. Tipp Nummer 9, hab einen Plan. Ja, relativ simpel. Hab klare Steps. Überleg dir genau, was sind die nächsten Schritte, die gegangen werden müssen. Überlege dir einfach, was ist wann zu tun. Der letzte Tipp. Finde einen Weg, wie du dich täglich motivieren und begeistern kannst. Das kann sein, dass du vielleicht dir morgens ein motivierendes Video reinziehst. Das kann sein, dass du dir einen Podcast anhörst, dass du liest.
dass du durch dein eigenes Tun ja quasi motiviert und begeistert bist, dass du es durchs eigene Handeln ja erlebst, deine Begeisterung. Egal was es auch immer ist, entscheidend ist, dass du den Weg für dich findest. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg und wenn das Ganze hier für dich hilfreich war, dann würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, einen Daumen hoch, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, ja, man weiß nie, für wen es interessant ist und wenn du weitere Infos willst, ja, dann abonniere meinen Kanal, damit du auch keine Videos verpasst oder trag dich unterhalb ja, dieser Folge hier dementsprechend in meinen Newsletter ein, dort bekommst du immer ja, weitere wertvolle Tipps und wirst eben auf dem Laufenden gehalten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, einen wunderschönen Tag, alles Gute, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao. We'll be right back.